Shalom, shalom. Allerliebste Grüße aus Uganda. Heute sind wir etwas spät dran, aber ich vertraue, das Licht ist noch gut genug. Denn ich bin inspiriert worden wieder einmal durch Geschwister über das Reich Gottes. Ihr Lieben, immer wieder habe ich Gott gefragt, was ist eigentlich der tiefere Sinn dieser Zeit? Warum ist dieses Lock-up, warum sind wir alle eingesperrt? Warum hat Gott es zugelassen? Und ich habe den Eindruck, Gott sagt, ich wollte euch in die Ruhe führen. Ich wollte euch etwas zurückholen. Wisst ihr, wenn man einen Pfeil schießt, muss man zuerst zurückziehen. Gott hat uns zurückgezogen jetzt, aber er wird uns noch in die Welt schießen, ihr Lieben. Und so habe ich gesagt, Herr, und was willst du damit bezwecken? Dann hat er gesagt, ich möchte, dass die Welt erkennt, dass sie falsche Reiche gebaut haben, falsche Königsreiche. Sie haben Reiche gebaut der Finanzen, des Sports, der Musik, der Kunst, des Vergnügens, des Wohlstandes, der Macht. Aber wo ist mein Reich? Ihr sollt mein Reich bauen. Ich habe euch das Gebet gelehrt, hat Jesus zu mir gesagt, dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, wir haben noch sehr wenig davon gesehen. Wir haben auch religiöse Königreiche gesehen. So viele Konfessionen haben eine Burg oder ein Schloss um die Offenbarung Gottes gebaut. Und Gott möchte nicht, dass wir Einzelkünstler im Reich Gottes sind, sondern wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib. Der Leib Jesu Christi. Und der Leib Jesu Christi soll Gott verherrlichen auf dieser Welt. Ich liebe die Schriftstelle, die sagt, suche zuerst, mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ihr Lieben, ich lebe das jetzt schon viele Jahre und ich bin manchmal vor Zufällen fast erschlagen. Und ich danke Gott, dass er mir das geoffenbart hat, zuerst sein Reich zu suchen. Was ist dir wichtig, Herr? Was hast du beabsichtigt in der Situation? Und dann erkennen wir die Wege Gottes. So, möchte ich euch sagen, wann der Dienst Jesu auf Erden begonnen hat. Im Markus Evangelium 1, 14 und 15 lesen wir, nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus in die Provinz Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Ihr Lieben, kehrt um. Wisst ihr, wir tun so gerne die Regierungen verantwortlich machen, alle möglichen, nur nicht uns selbst. Aber Gott möchte, dass wir jetzt, es heißt hier, kehrt um zu Gott. Er möchte, dass wir wieder uns abwenden von allem, was für uns wichtiger war, als die Beziehung mit Gott. Und dann garantiere ich euch, dann fängt das Leben an zu fließen. Ich war lange in einer sehr gesegneten Gemeinde in Amerika, auch als Seelsorgerin. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft Millionäre bei mir im Büro gesessen sind und gesagt haben, ich habe alles, was ich je wollte, aber ich bin leer. Das Leben ist es nicht wert zu leben, ich möchte Selbstmord begehen. Und jedes Mal habe ich zu ihnen gesagt, jawohl, vollkommen recht, du musst sterben. Deinen eigenen Plänen gegenüber, deinen eigenen Wegen gegenüber. Aber du kannst leben, wenn du dein Leben Jesus Christus schenkst. Und alle haben es gemacht. Ich möchte jeden potenziellen Selbstmörder erwischen und ihm sagen, ja, du musst sterben, deinem Eigensinn gegenüber. Allem Negativen, allem Egoistischen. Und komm und empfange Jesus, der das Leben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt der Herr Jesus von sich selbst. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese Schriftstelle hat mich zur Missionarin gemacht. Ja, jetzt schauen wir mal nach. Das ist also im Markus-Evangelium, ganz am Anfang, im ersten Kapitel. Dann im Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 1,3 lesen wir. Das war nach der Auferstehung. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über Gottes neue Welt. Halleluja.
Und dann schreibt er noch weiterhin, ich finde, das ist auch sehr interessant. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Ja, ihr Lieben, Jesus selbst lehrt uns zu beten, und das lesen wir im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Reich soll kommen wie im Himmel so auf Erden. Das Reich Gottes, da gibt es keine Krankheiten mehr, keine Arbeitslosigkeit, keine Verdammnis, keine Minderwertigkeit, keine Armut, keine Strafe, keinen Fluch und keinen Tod mehr. Reich ist ein, das Gottesreich ist ein Reich, das aus Heilung, Gesundheit, Reichtum, Kraft, Errettung, Segen, Gerechtigkeit, Frieden und ewigem Leben besteht. Es ist schon ein richtiger Vorgeschmack auf das Reich Gottes, auf den Himmel. Und um diese Kraftquelle des Reiches Gottes hier auf Erden zu erleben und freizusetzen, müssen wir erkennen, dass es Prinzipien gibt, die dann Reich Gottes hervorbringen. Denn Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Lesen wir noch im Johannes 16, 8. Johannes 16, na, 18. Johannes 18, 36, Jesus antwortete, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Da fragte ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König. Jesus antwortete, ja, du hast recht, ich bin ein König und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Ihr Lieben, und jetzt möchte ich euch der Reihe nach Gleichnisse mit euch durchmachen, die euch erklären und die euch zeigen, was die Reich Gottes Prinzipien sind. Ihr Lieben, es sind Prinzipien. Das erste möchte ich euch vorlesen in Markus 4. Markus 4, 26 bis 29. Jesus erklärte weiter, und das ist das Gleichnis von der aufwachsenden Saat. Jesus erklärte weiter, wie die neue Welt Gottes kann man vergleichen mit einem Bauern und der Saat, die er auf sein Feld sät. Nach der Arbeit geht er nach Hause, schläft, steht wieder auf und das Tag aus und Tag ein. Im Laufe der Zeit wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Denn die Erde lässt die Frucht aufgehen und wachsen. Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre und endlich als Frucht die Körner. Wenn aus der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Und da habe ich heute mit meiner Familie das durchbesprochen und dann sind wir drauf gekommen, eigentlich haben wir nur den Auftrag zu säen und dann zu ernten. Der Rest, den Rest macht Gott selbst. Aber zu säen, aber das ist ganz wichtig, was wir säen. Was wir säen. Und da möchte ich euch sagen, wir säen durch unsere Hingabe an Gott, an seine Berufung, an seine Geschwister. Wir säen, indem wir dem Herrn gehorchen, danken, ihn loben und ihm alles geben. Indem wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Wenn wir mit den Verheißungen Gottes in unserem Herzen und unserem Mund leben, das Wort müssen wir glauben und aussprechen und wirklich wahrnehmen, so lange, bis es sich umsetzt. Und es setzt sich um. Wir geben mit dem Zehnten und mit Opfergaben. Wir geben, wenn wir Israel segnen. Wir geben, wenn wir den Armen geben. Wir geben durchs Fürbitte. Wir geben durch aufbauendes, positives, glaubensvolles Denken und Sprechen. Wir geben durch Dankbarkeit, Bestätigung, Lob, Liebe, Freude, Lachen in der Familie. Wir geben durch Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, indem wir in echte Freundschaften investieren. Wenn wir vergeben und Zeichen von Liebe setzen. Wenn wir Wort halten und zuverlässig sind. Also alles, was einfach gut und positiv ist. Aber wir können auch, das sind gute Samen. Und die werden aufgehen, ihr Lieben. Ich garantiere es euch. Das Leben, das ich jetzt lebe, ist ein Ernten von Jahrzehnten von sehr guten Samen sehen.
Aber wir können auch schlechte Samen sehen, durch negative Worte, durch Gedanken und Taten. Wenn wir im Widerspruch zu Gottes Wort denken, sprechen und handeln, wenn wir murren, knurren, jammern, schimpfen, nörgeln, kritisieren, wenn wir andere richten. Wisst ihr, es ist so leicht und wir sind wirklich mit dieser Natur geboren. Sogar wie Adam den Apfel gegessen hat, den Eva ihm gereicht hat, hat Gott gefragt, warum hast du das gemacht? Er sagt, ja, die Frau, die du mir gegeben hast. Dann ging er zu Eva und sagt, ja, die Schlange. Ihr Lieben, wir wollen immer unsere Verantwortung abwälzen auf andere. Aber häufig sind wir selbst das Problem. Indem wir uns erheben. Ich möchte euch jetzt Römer 2 lesen. Das war für mich einmal eine sehr harte Überführung, die mir Gott gab durch Römer 2. Habe ich mir leider vorher nicht gesucht. Römer 2,1. Aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen, und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Wir wissen, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fallen wird. Meint ihr etwa, ihr könnt dem Gericht Gottes entgehen, wenn ihr genauso wie die handelt, die ihr verurteilt? Für wie armselig haltet ihr denn Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ihr aber weigert euch hartnäckig, zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag des Gerichtes mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Ihr Lieben, wir haben das Schicksal unseres Lebens in unserer Hand. Wir würden gerne immer alle anderen verantwortlich machen. Aber wir sind verantwortlich. Nicht wie wir, also im Englischen heißt es, not what we experience, but how we respond to what we experience makes us either bitter or better. And the only letter that has to change is the letter I. Es ist ein Wortspiel, aber ich möchte es noch auf Deutsch sagen. Nicht was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren, entscheidet, ob wir bitter werden oder besser werden. Und im Englischen bitter und better, da muss nur ein Buchstabe sich ändern, das I. Und I auf Englisch heißt ich. Also wir müssen uns ändern in allen Situationen. Und Gott lässt gewisse Dinge zu, um uns eben zu zeigen, wo noch Veränderung dran ist. Zu mir hat er mal gesagt, wenn man mich noch beleidigen kann, dann habe ich es notwendig. Ihr Lieben, ich schaue jetzt immer, ob ich es noch notwendig habe. So, aber wir können, also bitte, verachtet und verurteilt nicht andere, sondern was dich an anderen am meisten stört, das ist wahrscheinlich dein eigenes Problem. Durch Unzuverlässigkeit, durch Untreue, durch Rebellion, durch Lügen, durch Stehlen, durch Unzufriedenheit, Unvergebenheit, Nachtragen, Kritik. Oft wollen wir die schlechte Saat in unserem Leben nicht wahrhaben. Wir können nicht akzeptieren, dass wir in der Vergangenheit Dinge getan und erlebt haben, die heute Auswirkungen haben. Wir verstecken dann das Schlechte und versuchen, besonders gut und tüchtig zu sein. Ihr Lieben, das Beste ist, und ich habe heute mit meiner Familie gesagt, erlaubt dem Heiligen Geist, dass er eure Herzen durchforscht. Wo sind da Samen, die ich gesät habe in der Vergangenheit? Mit wem möchte ich heute nichts zu tun haben? Wen möchte ich nicht, dass er jetzt bei dieser Türe hereinkommt? Gott wird es dir zeigen. Und dann, ihr Lieben, steh zur Wahrheit. Erkenne deine schlechte Saat. Das ist eine bittere Wurzel, die Anklage oder Festlegung in dir. Ihr Lieben, bitte den Heiligen Geist, dass er jede negative Saat in deinem Herzen aufdeckt. Und dann vergib denen und bitte Gott um Vergebung und bitte auch die Menschen um Vergebung. Ich habe einige Male schon müssen sogar zu einem Grab gehen und noch um Vergebung bitten, weil ich eine bittere Wurzel hatte. Also vergib denen, die Anlass waren, dass die schlechte Saat in dir gesät wurde. Bitte um Vergebung, wo du aufgrund des Verhaltens anderer negativ reagiert hast und somit die schlechte Tat vermehrt und mit Bitterkeit auf die Schuld anderer reagiert hast.
Im Hebräer 12,15 heißt es, achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Dann in Römer 2,1, das habe ich ja schon vorgelesen, und dann bring alles zu Jesus, gib es in den Tod am Kreuz, bitte Jesus, jede schlechte Tat aus deinem Herzen herauszureißen. Bring alle negativen Haltungen, Streitsucht, Neid, negatives Reden, Verhärtung zum Kreuz. Er nimmt die negative Ernte auf sich, die Strafe liegt auf ihm. Bitte ihn, dass er jede einzelne negative Haltung in dir sterben lässt. Und sag dich los von Lügen und falschen Lebenssätzen, wie zum Beispiel, ich bin nichts wert, ich werde es nie zu etwas bringen. Oder auch solche Sätze. Alle Männer sind Schufte, alle Männer lassen dich im Stich, Frauen kann man nicht vertrauen, ihr Lieben, das sind bittere Wurzeln. Und die werden sich auswirken. Okay, dann im 2. Korinther 10,5 steht, mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Ihr Lieben, vergebt, vergebt, vergebt. Dann bitte um ein reines Herz. In Hesekiel 36, 26 verspricht uns der Herr, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich glaube, es ist die Zeit, wo Gott uns neue Herzen schenken möchte und einen neuen Geist. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ja, also Gott möchte, dass wir einen neuen Lebensstil beginnen. In allen Bereichen unseres Lebens. Und das sehen wir, damit sehen wir. Bete häufig in Sprachen. Lerne sowohl zu geben, auch als zu empfangen. Beides ist wichtig für ein ausgewogenes Leben. Sprich Gutes. Wisst ihr, da war eine Frau in einer Gemeinde und die hat nur Gutes gesprochen. Die konnte nie was Negatives sagen. Und die ist den Leuten eigentlich auf den Wecker gegangen. Und sie haben gesagt, wir werden der Frau ein Haxerl stellen. Wir werden ihr eine Frage stellen, die sie nicht positiv beantworten kann. Und dann haben sie gefragt, was denkst du eigentlich über den Teufel? Dann hat sie gesagt, also wenn man es genau nimmt, fleißig ist er. Sie war wieder positiv, Halleluja. Ihr Lieben, man kann überall was Positives finden, okay? Also sehe gute Samen, Lob, Dank, Ermutigung und fang an, dich selbst so zu sehen, wie Gott dich sieht. Ihr Lieben, fang an, prophetisch in die Herzen der Menschen zu sprechen. Du wirst sehen, welche Ernte das gibt. Sprich das den Menschen zu, was der Heilige Geist dir zeigt, was eigentlich in ihnen steckt. Und diese Worte werden in den Menschen Veränderung schaffen. Denn gute Samen bringen gute Frucht. Ja, also wir können ganz viel geben, indem wir eben uns Gott zur Verfügung stellen als sein Werkzeug der Liebe. Und wir können ehrlich sein dabei. Ja, also ich bitte euch, dass ihr wirklich den Herrn bittet, Herr, mach mich zu einem Geber. Und tue Buße, wo du ein Konsument warst. Der Herr sucht herzhafte Geber. Er sucht Geber, die geben, bis es weh tut, mit einem frohen Herzen und im Vertrauen, dass jede Saat eine reiche Ernte bringt. Probier es, du wirst sehen, es wird dir gelingen. Und das ist Reich Gottes Leben. Gib und du wirst empfangen. Das ist ein Zeichen von Reich Gottes Staatsbürgern. Shalom, Shalom.